Ja, Rettich. Die 80er. Also, warte, die 80er? Ach, der Rettich. Ach, der Rettich. Moin, Leute. Wunderschön. Heute gibt's mal eine alte Kapelle. Und ja. Wir sind heute mal nicht alleine. Nein. Wir haben heute den Tino mit bei. Hallo, Tino. Unten in der Videobeschreibung. Daumen oben lassen, Abo da lassen, ansonsten gibt's Ärger. Ansonsten nach dem Intro geht's weiter. Bis dann. Tschüss. Oh, ist aber ganz schön kalt heute, nicht? So, wenn wir hier fertig sind mit unserem Lost Place, machen wir eine Schneeballschlacht. Da sind wir wieder, heute mal im Winter. Und heute mal mit anderen Gästen. Und zwar den Urban Brothers. Juhu! Link nachher unten in der Videobeschreibung. Und wir besuchen heute mal eine alte Kapelle. Ja, schauen wir uns mal das ganze Ding an. Oh, guck mal, da hängt sogar noch ein Informationsblatt dran. Hey. Mit Nomini, Patri, Sancta Sidi. Der Information. Aber das sieht so blanco aus irgendwie hier, ne? Das ist total. Die Bibel warnt davor, wer das tut, steht unter Gottes Fluch. Gott kann die, weiß ich nicht beschützen. Vorsicht, sucht die. Oh, da kann ich nicht mehr lesen. Die. Auf jeden Fall mit Bibel. Gottes Wert bleibt für immer. Und ewig, okay. Ja, okay. Aber leider kann ich nicht mehr einlesen, das tut mir leid. Weil da ist es ja alles. Ist die Kapelle etwa entweiht? Anscheinend, ja, schau. Das würde mich wirklich interessieren, ob die entweiht ist. Aber was ist denn das für eine Kapelle? Das ist doch jetzt keine. Oha. Ey, krieg meine Taschenlampe nicht raus. Oha. Oha. Ich guck da natürlich wieder raus und kann sich mal ankicken, was sich verändert hat in der ganzen Zeit. Schön die Füße abtreten. Genau, schön die Füße. Okay, so. Oha. Das Ding ist ganz schön runtergerockt, du. Ja, schön, dass hier ein Heizkörper drin ist und hier drin ist es schweinekalt. Achso, man sollte nicht fluchen in der Kapelle oder in der Kirche, wa? Aber ich kriege das immer nicht im Kopf, warum man sowas einfach so als Lost Place lässt. Lesen kann ich gerade ehrlich gesagt nicht. Also, das ist schon. Das sieht schon so aus. Boah, das kann ich wirklich nicht lesen. Das ist schon so aus. Zeigt uns den Weg für uns zur. Was? Ach, Krippe hin? Oh nee, das ist nicht mehr. Das kannst du nicht mehr lesen. Kannst du wissen. Das schimmelt sogar schon, was da drin ist. Ah, volle Möhre. Tja, hier ist kein Kapelle-Ding mehr. Aber ich denke mal eher, das war für einen Friedhof gewesen, oder? Also zur Beerdigung. Nee, das ist kein Buch, oder? Ja, ich warte mal ein Buch. Warte, das ist ja das wohl ähnlich hier. Ja, vielleicht ist das nur ein bisschen eine Stelle. Also ich war noch nie in so einer Kapelle. Boah, da muss aber schmal sein, du. Ach, die Scheiße. Ja, schmal, Leute. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ey, wir dürfen ja nicht fluchen. Entschuldigung. Boah, groß. Boah, Alter. Boah, heftig. Wo geht's denn überhaupt? Okay, hier ist jetzt mal nicht ganz interessant. Hier hat einer seine Hose vergessen. Der wurde bestimmt. Das ist eher so wie so eine Anglerhose oder sowas. Heckenscheranteil. Mhm. Aha. Wurde hier vielleicht ein Mord begangen? Da liegt auf jeden Fall die Jacke dazu. Tatsache. Oh, hier ist sogar noch der alte Stromzähler. Ja, das wird hier wahrscheinlich das Taufbecken gewesen sein oder sowas. Ja. Nee, hier kannst du sagen, stand immer ein Tisch. Und hier wurden die, sag jetzt mal, die Verstorbenen dann
Aufgebaut, ja. Gewaschen, ja, okay. Und so. Ist repariert, aber. Ah, und dann haben sie das sozusagen hier aufgemacht und dann konnten sie hier gucken. Aber das ist doch hier nicht im Blut, oder? Also, das ist dann können aus wie Kacke, aber. Aber von der Färbung her könnte das Blut sein, ja. Krass. Weil Blut wird braun. Okay, das ist halt schwarz. Könnte wirklich Blut sein, ja. Nicht zum Einnehmen, ich dachte, was ist denn das? Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. Naja, da sind jetzt Kippen drin. Hier hängt sogar noch der Kittel. Ja, voll krass. Oh, hier ist aber wirklich ganz schön. Guck mal, ist das noch eine Seife? Ja, ist es. Ja, Alter, krass. Nicht fluchen. Ich hab nur Alter krass gesagt, das ist nicht fluchen. Na, Alter. Aber guck mal da hinten rechts. Das ist eine alte Jacke, das ist kein Kittel. Das ist eine Jacke. Da hängt noch ein Handtüchlein. Ein Handtüchlein. Sieht aber nicht allzu alt aus. Nee, wollte gerade sagen. Aber würde ja mal interessieren. Nee. Ja, macht Sinn, dass da kein Wasser mehr drin ist. Krass. Alter, das ist wirklich krass. Das sieht noch funktioniert so gut. Ja, du machst. Also. Wie schnell ist das? Die sind ja nur aus Holz. Hier. Boah. Hier hat mir jemand Zeitung ausgetragen, hat er keinen Bock mehr, hat es ja gar nicht wissen. Wie sieht das hier aus? Ja. Übelst in den Müllhalde. Alter! Warum ist denn der alte Fischmarde gebaut hier? Ja, pass auf da. Ja, ich habe schon gesehen gerade. Aber hier muss irgendwo ein Keller sein, weil das ist irgendwie aus, als wäre noch ein Keller. Keine Ahnung. Aber die Deckenhöhe ist auch nicht so prickeln, ne? Oh, wie steht Alter. Warte, dass ihr mal seht. Also, ich bin hier. Ist ja nicht viel. Das ist quasi weg. Pass auf da, ja. Da ist schon ein Stück. Oh, hier ist ein schöner alter Ofen drin, Alter. Boah, wie Zeitung, hoffen wir, es ist Zeitung. Okay. Hier ist sogar eine Zentralheizung drin. Hätte ich nicht erwartet. Alter. Also elektrischer, ja. Alter. Alter. Guck dir den Raum an. Was ist da passiert? Das ist übel. Krass. Richtig krass. Jetzt mal ohne Quatsch, ne? Also. Geh mal da rüber. Geh mal in den Raum. Geh mal. Kondensvollmilch. Oho. Selbst die Blume? Naja, ist. Ah, das ist eine Kerze oder was? Ist ja krass. Okay, hier ist nicht wirklich viel. Hier waren bestimmt die bösen Kinder. Oh, hier ist ein Bienennest. Zum Glück sind wir hier im Winter und nicht im Sommer. Hier ist auch noch so ein bisschen Kittel. Ja, was ist denn das überhaupt? Vorne sind auch noch mal zwei. Ja, aber von was ist denn das? Das muss doch von irgendeiner Figur sein. Wie eine Figur? Das ist auch nicht. Aber. Der geht noch. Der geht noch, aber da will ich nicht hingehen. Nee. Der kommt freiwillig rein? Ich hab gerade. Achso, okay. Lass es, einfach lass es einfach. Ja, okay. Hier einfach mal so richtig schön. Alles für Fotos. Na hier, das wird schon wahrscheinlich für Blumen gewesen sein. Jetzt hier nochmal weiter. Oh, ich hänge fest. Oh, nein. Oh, Gottes Gnade sei mit dir. Oh, hier ist die ganze Sicherung. Okay. Oh, schön, Biberschwanz entdecken. Oh, Alter. Die dazwischen nicht schon haben. Na, hier oben ist mal die Wohnung gewesen, hier hat man den Hauptherr gewohnt. Oh, da geht es ja noch weiter. Ja, aber. Ach, guck mal, hier sind noch mehr so eine Füße. Und das bloß das Dachgeschoss. Das seht ihr jetzt gar nicht. Aber hier mitten im Dachgeschoss so eine Fenster, ne? Ja. Warte mal, wir sind jetzt im hinteren Bereich. Ist der nachträglich angebaut worden? Hier sind ja noch mehr so eine Füße. Ja, ja. Ja, Mann, was ist das? Vielleicht waren das auch Sargfüße, dass die vielleicht am Sarg befestigt wurden? Ah, das könnte Sinn, ne? Ja, weil wenn du so viele davon hast, dass das vielleicht irgendwie dann unten festgeschraubt wurde. So was ist das? Hartpflege ein, Gärtnerei. Okay, hier ist jetzt nicht ganz so interessant. Ah, guck mal,
Was sind das? Oh, die Brause! Ja! Ach, geil! Oh, wer kennt das noch? Cool! Was kennst du? Ahoi Brause! Ahoi Brause! Wo? Ja, da! Mega! Yeah. Oh, ich früher so gerne gegessen, wa? Gegessen? Gegessen? Nee, ich habe nicht geschnupft. Ach, guck mal, umgeht's jetzt noch weiter. Ja, da habe ich schon geguckt, aber da ist jetzt. Also, naja, wir gucken mal weiter. Wenn wir mal ein schickes, interessantes finden, holen wir euch wieder. Bis gleich! Guck mal genau da, bin rot. Ich hab dir gesagt, pass auf. Also wir gucken jetzt mal draußen, ob wir einen Kellerjäger finden. Geh mal hier rum. Warte mal, was? Was hast du da, Dominik? Da hinten sind irgendwo welche, okay. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen leiser sein. Bis gleich. Ja. Boah! Krass! Ja! Haben sie weggemacht? Wurde dann so Maschine runtergelegt und auch wenn sie fertig gemacht wurden, hier ruff mit dem Sarg nach oben, Kannst du ja nicht schleppen, die runter. Also, da ist natürlich halt so eine Schiene oder so eine Tragefunktion. Kann man sagen. Können wir rein hier? Ich möchte das sehen. Ja. Füße sauber machen? Genau, wir wollen das schmutzig machen. Wa? Das ist ja schon interessant hier, ne? Wo doch kein 10 Minuten Video hier. Ja, ist schon ich sag mal, das ist jetzt nicht so katastrophal. Nicht so krass. Dominik. Ja, oh, hier ist noch eine alte Röhre. Schön. Alte Röhrenweltfernseher. Ja, ja. Ganz alt. Ein Stück Rasenmäher noch. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Raum? Ich denke mal, das sind die Räume, wo wahrscheinlich die verstorbenen, ich sage jetzt mal, gelagert bzw. aufbewahrt wurden. Ja, ja, ja. Hier unten ist es auch angenehm. Also, ja, das ist angenehm kühl. Ah, nee, guck mal, hier ist die Kühlkammer. Ah, Alter. Alter, das ist ein Riesending. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Alter, das ist auch irgendwie neu. Ja, wa? Guck mal, was haben wir alle schön. Okay. Alter. Ach, hier, Bedienungsanleitung. Was? Bedienungsanleitung? Tatsache. Radlast. Maximal 100 Kilo. Oh, wir müssen schnell wieder raus. Oh, ja, warte, ich kann noch. Ah, hier kannst du da einstellen. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Foltergerät. What the? What the hell? Nicht fluchen, wir sind hier in der Kirche oder irgendwas. Ja, Manik brennt eh irgendwann, von daher. Oh, noch ein Fernseher. Oh, der ist gut. Ah, der ist für dich. Guck mal, hier ein alter Sarg. Ja, Tatsache. Ja, das ist ein alter Sarg. Oh, guck mal, hier sogar mit Verzierung, ja, mit Blümchen. Krass. Okay. Das war wirklich, ein Sarg gewesen. Ah, also sieht aus wie ein Sargdeckel, oder? Der ist ganz schön flach. Zeig mal was. Das sind Sargdeckel. Das sind Särge, ja. Das ja, ist ein Sargdeckel. Aber, genau, das ist ein Deckel. Aber ehrlich gesagt, ich finde den ganz schön klein. Ja, wie ist? Also, es gibt ja unterschiedliche Größen halt. Ne? Ich wollte sagen, guck mal, ich bin auch 10 cm größer als du. Oder 15. Ja, er bräuchte eine größere Kiste. Aber Strangulationsseile sind hier auch noch. Krass, guck mal her. Ah ja, das sind die ganzen Verzierungen, ne? Ja. Sehr geil. Haben wir auch noch. Jede Menge zerfallene Särge. So Leute, Dominik hat jetzt gerade mal kurz mal nachgegoogelt, was diese komische Gerät sein soll. Es ist wirklich ein Foltergerät. Welchen Jahrhundert? Jahrhundert? Ja, das ist halt die Frage, ne? Warte mal. Zeig euch das mal. Naja, man findet jetzt nicht direkt, aber wir haben uns das über Google mal geguckt. Gerostet. Und er sagt halt, dass es wirklich ein Foltergerät sein soll. Boah, das schnauzt. Sieht doch so aus, ein Foltergerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wie man da gefoltert hat, ist halt natürlich die Frage. Ich hätte nämlich eher gedacht, dass man hier drinnen ein Feuer gemacht hat und dann konnte man das hier so halt bedienen und dann halt so
auskippen, das habe ich eigentlich eher gedacht, so zack, zack, zack. Aber wie man damit foltern soll, ja gut, wir sind nicht aus dem Jahrhundert. Ja, das ist die Frage. Wie hat man damit gefoltert und ja. Wenn nicht, schreibt es einfach mal in die Kommentare, falls ich damit eine auskennen sollte. Einfach. Dann könnt ihr das gerne mal reinschreiben. Wir würden uns dafür sehr interessieren. Ja, wäre interessant. Ja. Ich finde es auch lustig, in der Kapelle, in so einer Kirche, in so einem Foltergerät zu stehen haben. Ne? Ja, es ist schon so. Ja, früher haben sie auf so geweihten Böden ja auch Folter durchgeführt. Also gerade Hexen und sonst auch was. Okay. Du stehst auf den Kinderfuß. Das war der Kinderfuß. Wir gucken mal weiter. Ich weiß nicht, warum, was die da wieder machen. Wir können es halt. Machen hier irgendwelche sexistischen Pornos. Und gar nicht sind, wahr. Und wir sind hier immer noch in der Kapelle. Und sexistische Pornos. Das wäre doch mal was in der Kapelle. Nein. Also wie gesagt, ich bin nicht gläubig, ne? Aber da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Jetzt mal von so einem kleinen Overnight hier. Nein. 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 Danke. Definitiv nicht. Gut. Bis dahin würde ich sagen, wir verabscheuen uns jetzt. War ganz cool, war niedlich, war lustig, war schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen oben, macht mal ein Abo und ich hoffe, dass wir die 300 demnächst knacken. Philipp fehlt ja nicht mehr. Ansonsten habt euch lieb. Bis dahin. Tschüss.